Hallo und willkommen zu meiner kurzen 6.io Vorstellung. Eigentlich will ich nur zeigen, wie man Ethereum erwerben kann. Die anderen Möglichkeiten, die ich dazu kenne, sind aber irgendwie komplizierter geworden in letzter Zeit. Daher bin ich nicht darauf zurückgekommen. 6.io ist eigentlich eine Kryptobörse, auf der man Kryptowährungen handeln kann. Ich zeige das mal kurz hier. Hier kann man Bitcoin oder andere Währungen einfach kaufen. Unter Trade kann man live und kurzfristig handeln. Auch mit Margin Trading, also mit Hebel. Market Depth hier. Hier sind die Charts. Hier sind die häufigsten Werte und so weiter. Insgesamt als Kryptobörse ist 6.io wirklich sehr gut. Und eine der führenden Top Börsen kann man sagen. Gerade auch, weil die Sicherheitsvorkehrungen sehr hoch sind und sehr gut sind. Das ist gerade hier wichtig. Man kann hier, wenn man auf Deposit klickt, mit Kreditkarte, Banküberweisung oder Kryptowährung einzahlen. In dem Fall nehme ich Banküberweisung. Dann wählt man hier die Währung aus. Hier nehme ich Euro. Ich nehme hier jetzt nur 10 zum Vorstellen. Dann klicke ich hier Understand und Continue. So, und mache ich hier meine Einzahlung. Ups, Minute 20. Ich meine, das haben die geändert. So, wie man hier jetzt sieht, habe ich die 20 Euro eingezahlt. Um jetzt Ethereum zu kaufen, gehe ich auf Ethereum Euro und dann kann ich hier entweder hier bei Buy Ethereum oder Ether entweder hier meinen Wunschpreis angeben, zum Beispiel nehmen wir mal 200 und hier die Menge, die ich kaufen will, kann ich hier meine Order aufgeben. Das heißt, jetzt sobald der Preis von Ethereum auf 200 sinkt, wird für mich 0,05 Ethereum gekauft von meinem Geld. Das nur kurz hier zum Trading. Eigentlich möchte ich das Geld bei einem anderen Broker einzahlen. Dazu nutze ich MyEtherWallet. Bei Spectrum muss man sein Konto angeben, bevor man einzahlen kann, also sein EtherWallet. Das ist bei mir der hier. Dann gehe ich hier, also zum Auszahlen vom Ethereum, Ether, klickt mal auf Finance, geht hier runter, dann findet man hier die Kryptowährung, hier ist das Ethereum, da gehe ich auf Withdraw, hier kommt meine Adresse rein, und jetzt überweise ich 0,0 8 Ether. Wie man sieht, kostet mich das eine Gebühr. Jetzt bekomme ich nochmal einen Code per SMS geschickt. Nach dem Code muss ich nochmal meine E-Mail bestätigen. So. Die habe ich jetzt bestätigt. Und jetzt dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis das Geld hier auf meinem Wallet ankommt. Zu beachten ist noch, dass man bei 6.io seinen Account bestätigen muss, mit Hilfe von Personalausweis, das übliche wie beim Broker auch. Aber wenn das erstmal gemacht ist, dann ist es hier recht einfach zu kaufen, verkaufen und auch wegzuschicken. So, es sind jetzt gerade ein paar Minuten vergangen. Und da sind hier auch schon die 0,8 Ether bei mir angekommen. Ich gehe jetzt auf Send Ether Token. Muss mich wieder einloggen. So, dann haben wir hier die Maske zum Beweisen. Hier oben kommt meine Adresse rein. Und hier unten kommt der Amount rein, der Betrag. Und unter Gas Limit gebe ich die 40.000 ein, die von Spectre verlangt sind. Und das Gas Limit gibt an, wie hoch die Transaktionskosten sind, die ich bereit bin zu zahlen. Circa. Stark vereinfacht.
Das hier ist mein Spectre-Account. Gehe ich auf Deposit. Hier ist wichtig, man darf, sollte Ethereum auf keinen Fall von der Börse schicken, also nicht von Sex.io direkt schicken. Das kann schnell daneben gehen. Und ich habe diese Adresse am Anfang eingegeben. Das heißt, ich kann auch nur von dieser Adresse einzahlen. Ich kann das auch später ändern. Solange das aber nicht geändert ist, kann ich nur von da einzahlen. So, dann habe ich hier die Adresse, wo ich Geld hinschicken muss. Und hier sieht man, was für Bedingungen ich erfüllen muss. Mindestens 17 Quay, das sind hier schon 30, das ist in Ordnung. Gas Limit 40.000, das ist hier ein bisschen weniger, das muss ich erhöhen. Und Minimum Einzahlung sind 0,1 Ether. So, hier kommt die Adresse rein. 0.10. Jetzt klicke ich auf Generate Transaction. So, dann ist es hier fertig und ich kann hier auf Send Transaction. Hier muss ich nochmal bestätigen, dass das alles stimmt. Hier sieht man, was mich die Transaktion kostet. Das ist nicht wirklich viel. Jetzt wird mein Geld überwiesen. Auf Spectrum. Sollte nicht allzu lange dauern, bis das hier dann auch ankommt. Das Ethereum-Netzwerk ist. So, hat jetzt hier auch nur 2-3 Minuten gedauert. Man sieht hier die Zeit, bis mein Geld hier angekommen ist. Und ich jetzt hiermit anfangen kann zu handeln. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mehr Informationen zu Spectre finden Sie in meinem Kanal und auf meiner Webseite. Mehr Informationen, wie man Ether und Kryptowährungen nutzt, finden Sie auch auf meinem Kanal bzw. auch auf meiner Webseite. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.